Guten Morgen, Monsieur Piscacek. Ja, grüß Sie Gott, Madame Boulanger. Und wie geht's, wie steht's? Was gibt's Neues auf die Montmartre? Ach, Monsieur, ich weiß doch immer nur, was in diesem Hinterhof vorgeht. Ja, aber das wissen Sie genau, Madame, was? Nun, was geht vor? Nun, dass die drei Künstler diese kleine singende Veilchenverkäuferin aufgenommen haben, wissen Sie doch. Nun, das weiß ich schon seit 14 Tagen. Ja, und dass das frühere Modell des Malers nun eine feine Wohnung im Vorderhaus hat, wissen Sie das auch? Aber was ich nicht sagen, die Ninon? Ja, Mademoiselle Ninon, ganz recht. Sie geht meist hier über den Hinterhof und schaut oft zum Maler-Atelier hinauf. Ach, das ist interessant, interessant. Na, bitte erzählen Sie weiter, Madame Boulanger. Ja, aber nicht hier auf dem Hof. Kommen Sie doch zu einer Tasse Kaffee in meinen Keller, denn bald wird es lebendig hier. Sehen Sie? Sehen Sie, da kommt sie schon, das Veilchen mit den Schuhen der drei Künstler. Die putzt sie jeden Morgen. Ach, ein fleißiges Kind. Aber sie braucht mich hier noch nicht zu sehen. Also wissen Sie was? Ich mache von ihrem Kaffee und ihrer freundlichen Einladung Gebrauch. Also, Madame Boulanger, geh mal in den Keller zum Kaffee. Also bitte schön, Herz, doch einen Augenblick auf und geben. Schubsen und pfeifen. Oh, Monsieur Piscacek. Plagen Sie sich schon wieder für die Herren Künstler, diese leichtsinnige Gesellschaft. Aber Sie haben sie doch auch gern. Als Privatmann? Ja. Aber amtlich bin ich fürchterlich. Und heute bin ich amtlich da. Ach, Monsieur Piscacek, wir sind doch so arm. Bei uns gibt's nichts mehr zu pfänden. Das ist schrecklich. Wissen Sie, was wir heute zu Mittag haben? Na, da bin ich neugierig. Drei Kartoffeln und einen Hering. Was, drei Kartoffeln? Ja. Große Kartoffeln oder kleine Kartoffeln? Ganz kleine. Also, ja, schon mal, ja, Josef, also passen Sie auf, habe ich gerade gehört, was Sie im Vorderhaus bei Mademoiselle Ninon zu Mittag haben. Ja, was denn? Hähnchen mit Pikass, Schildkrötensuppe mit Exzellenz. Mm. Ja, das ist ein Essen, was? Ja, die hat Karriere gemacht, die Ninon. Die hat eine Hintertreppe und eine Vordertreppe. Also, erst war sie eine Grisette, dann eine Geliebte und jetzt ist sie sogar eine Maitresse. Das ist ein Aufstieg. Und unters Theater ist sie obendrein auch noch gegangen. Nun nehmen Sie an der ein Beispiel. Was? An der? Ich bin Gott sei Dank ein anständiges Mensch. Nun, was haben Sie schon weiter davon? Also schauen Sie. Früher war die Ninon Stier und jetzt ist sie Star.
Jahr. Und Ihr jetziger Gemahl ist sogar ein Minister der schönen Dienste oder sowas. Ich danke für die schönen Künste. Ja, liebes Veilchen, der Mensch muss einen Ehrgeiz haben und nach höherem Streben. Also schauen Sie mich an. Am Tag, da bin ich Gerichtsvollzieher, aber am Abend blase ich Aushilfshorn im Theater. Ja, ja. Und außerdem werde ich noch in den heiligen Zustand der Ehe hineintreten. Und zwar heute Nachmittag noch. Was? Sie wollen heiraten? Ja, ich bin so müde. Was? Des ewigen Alleinseins. Also ich nehme die Sophie von die Brasserie von Vis-a-vis, die hat Marie. Es gibt zwar bessere Leute, die behaupten, sie schiert, aber das macht nichts. Kleidet sie sehr pikant. Bestimmt. Also bitte reden wir von etwas Besserem. Also ich habe jetzt noch eine kleine Amtshandlung in der Nähe und dann komme ich wieder, den Delogierungsbefehl bei Ihnen auszuführen. Wir müssen also wirklich raus, weil wir keine Miete zahlen können? Ja, ja, das ist ein alter Brauch. Also benachrichtigen Sie die Herren Künstler inzwischen und dann verschwinden Sie ein bisschen vom Hof, denn da naht sich gerade ein Aufzug mit der Nino. Jesus, Maritz und Josef, eine ganze Kavaliergesellschaft trägt Sie herein. Oh, meine Herren, wie danke ich Ihnen, wo kann man schönen Frauen dienen? Wo so galant sein, wo so charmant sein, wie hier im Schönen. Von Ihnen, mich durch Paris auf Händen zu tragen. Morgen steht das in allen Zeitungen. Ja. Aber wenn Sie mal habt, hier im Moment zu wohnen, schöne Nino. Oh, ich liebe diese Atmosphäre. Aber nun muss ich Sie wirklich nach Hause schicken, meine Herren. Oh. Ja. Warum denn? Ein Minister kommt zum Déjeuner, weiter nichts. Wir sehen uns aber alle im Theater, wo wie heute Abend wieder. Ja. Wir werden pünktlich sein. Willst du wirklich wieder ohne Gruß an mir vorbeigehen? Warum wohnst du hier? Um mir dein großes Leben zu zeigen? Raul, kann ich dir helfen? Kann ich etwas für dich tun? Danke, nein. Mir geht es glänzend. Ich habe herrliche Aufträge. Nächstens mal ich den Kaiser von China. Raul, bleib! Ich glaube dir nicht. Ich weiß, dass es euch schlecht geht. Und wenn es so wäre, von dir nehme ich nichts an. Kannst du mir böse sein, dass ich das Glück ergriff, wie es sich mir bot? Ich kann nichts dafür. Ich bin nun mal Ninon. Warum vollendest du mein Bild nicht, die Aphrodite? Ach, ich will nichts mehr davon wissen. Du musst es vollenden, es wird ein Meisterwerk. Komm heute zu mir, ich erwarte dich. Sieh mich an. Ach, Nino. Wirst du kommen? Ja, ich komme. Ich schenk mein Herz dem Liebsten meiner Hand. Als heißer Lied. Nur der Liebe treu, so
Wandel auch noch stolz ist. Veilchen, du spionierst mir nach. Das verbitte ich mir. Nein, ich wollte sie nur beschützen, dass sie nicht wieder in die Zähne dieser Giftschlange fallen. So giftig ist Nino gar nicht. Sie wollte mir helfen. Das tue ich doch auch schon die ganze Zeit. Sie will mir wieder Modell stehen. Das könnte ich auch. Ach was, du Veilchen? Lachen Sie nicht. Ich habe auch Haut wie Alabaster. Nein, Kleine. Ich brauche eine Rose und kein Veilchen. Gehen Sie nicht zu dieser Aphrodite. Bitte nicht. Na schön. Wenn dir so viel daran liegt, werde ich sie nicht malen. Wirklich? Oh, das ist schön von Ihnen. Ach, ich fühle mich so glücklich. Ich könnte jetzt gerade noch einmal alle Stiefel putzen. Wir haben andere Bilder, die uns berühmt machen werden. Ich gehe und staube sie alle ab. Alle. Alle. Oh, Veilchen, was weißt du vom Leben und von der Liebe? Was weiß ein nie geküßter Rosenmund, wie süß die Liebe ist? Was weiß vom Glück auf eines Herzens Grund, ein Mund, der nie geküßt? Die tausend bittersüßen Liebesschmerzen, das höchste Glück, das nur die süßes Frauenherz, doch nur, wenn es verliebt. Das sind Torpidos lose Liebesschmerzen, zum Himmel jauchzen und auch oft betrübt. Ist so ein süßes kleines Frauenherz, doch nur, zum Frühstück auch nur Sonnenschein.
Kommt ihr schon nach Hause, ihr beiden Bummler? Ha? Freunde, es ist Frühling und Narzissenfest in Paris. Jawohl, und da muss man als Blume unter die Blume gehen. Für heute Abend habe ich die ganze Künstlerkolonie zu uns eingeladen. Wir haben ja selbst nichts zu essen. Und genau davon geben wir die Hälfte ab. Ja. Ab, der Piskatschek kommt. Halt, da geblieben, meine Herren Künstler. Ja. Jede Flucht wäre sinnlos. Ja. Also zum Teufel, wo habe ich denn dann? Ach, ja, hier. Ja, hier habe ich einen Delogierungsbefehl wegen 224 Francs, 64 Centim. Den können Sie ruhig behalten. Jawohl, geschenkt. Nein, bezahlt. Umso besser. Bezahlt muss er werden, und zwar sofort. Raul, warst du heute früh nicht schon beim Baron Rothschild und hast etwas von unserem Depot abgeholt? Tja, der Baron ist mit unserem ganzen Geld durchgebrannt. Sieh, jetzt geht mir aber auch etwas durch, und zwar die Gattung. Oh, diesmal. Was war hierher? Sieh ins Atelier und herum, damit die mehr wollen auf dem Hof. Der macht ja Ernst. Um Himmels Willen, Herr Piskatschek, Sie werden uns doch nicht auf die Straße setzen. Ja, als Privatmann bricht es mir fast das Herz. Aber amtlich kommen die mehr herunter. Achso, will ich noch einmal ans Gericht laufen und nachsuchen, dass die Möbel so lange hier im Hof stehen bleiben dürfen, bis sie eine andere Wohnung haben. Sie sind eine Seele von Gerichtsvollzieher. Ein Seelchen. Bin ich. Und gleich bin ich wieder zurück. Na ja, um 5 Uhr habe ich Hochzeit und muss ich mich noch schön machen. Ja. Also, bonsoir, oder wie man sagt, Monster, meine Herren. Bonsoir. Jetzt holen die unsere schönen Möbel herunter. Ach, es ist schändlich. Kopf hoch, Mädel, der Frühling ist da. Wir wollen ohnehin in die Sommerfrische gehen. Die Wetterprognose lautet günstig. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Hotel zum Blauen Engel wohnen. Jugend, die sonnengoldene Jugend, du schwärmst in bunten Träumen, siehst die Welt im Sommer. Wir wohnen unter grünen Bäumen als Gast. Wir thronen unter blauem Himmelspalast. Wir reisen in Herrlichkeit der Höhe. Wir zahlen keine Bete, denn wir wollen frei nach dir. Der Schreibtisch steht schon hier. Auf diesem Platz kommt das Klavier. Mit Geschmack und Illusionen kann man auch im Freien wohnen. Licht und Luft, gratis, süßer Blumenduft, gratis. Lieg ich träumend hier im Grase, scheint der Mond mir auf die Nase. Hier unter diesem jungen Fliederbaum richten wir ein feilchens kleines Boudoir. Unter diesem dunklen weißen Fliederbaum ist feilchens Boudoir. Hier nebenan im separierten Raum herrlich möbliert ein Salon ganz wunderbar. Hier in diesem separierten Raum ist der Salon ganz wunderbar. Mein Atelier im hellen Sonnenschein, da gibt der Hausherr Ruhe. Der Hausherr lässt uns jetzt in Ruhe. Die lieben Englein schauen zum Fenster rein. So, unsere Salons wären eingerichtet. Die Diener können gehen. Und wo bleibt der Koch mit dem Souper? Kinder, da kommt ja der Garçon mit dem Déjeuner drin, Minister und Nino. Oh, ich habe eine Idee. Heda, Junge, hierher die Platte. Exzellenz, speisen heute im Freien. Ja, aber das sind doch sonst immer die Zofe ab. Die Zofe ist malat. Gib her die Schokolade. Frau Marquise, hier gestatten Sie das Frühstück Silvoublet. Das Frühstück Silvoublet. Und die Herren Grafen, niemals hatten Sie ein solches Déjeuner. So spät serviert, dass mir das niemals mehr passiert. Jawohl, ich bin ergrünt und äußerst enerviert. Jedoch die Schokolade ist wirklich. Wir erweisen, wir tauschen.
jetzt bitte ich mir Ruhe aus. Ich will wie ein gesitteter Bürger die Zeitung lesen. Ich auch. Gib mir ein Stück. Du bist Dichter, du bekommst die Heiratsanzeigen. Ich lese das Lokale. Herzenswunsch, Lebensfroh. Wasserleiche. Dame Ende 50 wünscht. Lustmord vermutlich. Liest du oder lese ich? Ja, was du liest, ist doch nicht interessant. Ja. Aber ich habe etwas Interessantes entdeckt. So? Jener Komponist, der vor 3 Monaten dem Theater Vaudeville die Operette was? Ein Kuss im Frühling eingereicht hat, wird ja. dringend ersucht, sich bei der Direktion zu melden, da das Stück zur ja. Aufführung ins Auge gefasst werden soll. Meine Operette ins Auge? Was heißt deine? Meine? Ich habe den Text geschrieben. Nach der Premiere wirst du es leugnen. Kinder, ich sehe schon die Lorbeerkränze in die Luft fliegen und die Vorschüsse klimpern. Ja. Und die Möbel wieder oben im Atelier. Yay. Oh, du, jetzt muss aber schnell einer zur Direktion. Was denn in dem Aufzug? So armselig. Da haben wir nie Erfolg. Ich müsste jetzt einen schwarzen Frack haben. Ja. Zylinder, weiße Handschuhe und so weiter. Ach, ein Königreich für einen schwarzen Frack. Ja. Seh da, Jum, da kommt einer. Der Piskatschek im Hochzeitsfrack. Er ist doch ein Glücksengel für uns. Also, meine Herren, bin ich schon wieder da. Die Mobiliarien können stehen bleiben bis morgen früh. Oh, ja. Und jetzt muss ich gleich wieder gehen zu meiner Hochzeit mit die Sophie von der Brasserie von Vis-a-vis. Ja, aber halt, nicht so eilig, Monsieur Piskatschek. Wir wollen Ihnen doch ein Hochzeitsgeschenk mitgeben. Ja, Sie mir? Ja, aber natürlich. Sie wollten doch schon immer ein Porträt von sich haben. Ja, also, was ist von mir. Da war schon immer mein größter Wunsch, einmal in Ehr aufgehängt zu sein, wie die Mona Lisa. Das war ein Gemälde, mache ich in einer Viertelstunde. Jetzt gleich. Was, in meinen Frack? Nein, den Frack müssen Sie ausziehen, den brauchen wir. Nicht, den brauchen wir nicht. Ach so, damit. Ja, was? Ich male Sie als Pascha. In Hemdärmeln mit einer Decke um. Und ohne Zylinder? Den Zylinder brauchen wir. Auch nicht. Dafür nehmen Sie den alten Säbel um und der Pascha ist fertig. Jawohl. So, bitte schön, wo soll ich Platz nehmen? Nein, nicht hier. In der Waschküche. Ich brauche das Rembrandtsche Halbdunkel. Was, Rembrandt in die Waschküche? Na, das ist ja ganz was Neues. Also bitte, nur hier einzudrehen, ja? Danke, so bin ich schon eingetreten in die Waschküche. Jetzt stell den Riegel zu. Jetzt her mit dem Wrack. Einen Moment mal, der passt ja wie angegossen. Herrlich, du hast den Zylinder. Danke, ja. Ich schneide ein Vorhemd aus weißem Papier. Und ich male dir die Hemdenknöpfe auf. Ja, ich komme gleich. Ich muss nur noch etwas hier herrichten, ja? So, Kinder, ich glaube, ich bin jetzt genug hergerichtet. Der Weg zur Unsterblichkeit beginnt. Ihr seht mich entweder mit einem riesen Vorschuss oder nie wieder. Bonjour. Warum ist denn der Pascha eingesperrt? Na gut, was machen wir denn mit ihm da? Ja, das Veilchen soll ihn rauslassen, wenn wir weg sind. Ich? Ja, du bist eine Dame und zu einer Dame muss in Paris selbst ein Gerichtsvollzieher höflich sein. Ja. Bitte einen Augenblick. Was ist denn? Was ist denn? Wo ist denn der Herr Maler? Der ist, er hatte keine Farbe mehr. Der ist weg. Und wo ist mein Frack? Der ist auch weg. Was? Mein nagelneuer Hochzeitsfrack? Schauen Sie, Herr Piskatschek. Der Florimond muss einem Direktor heute seine Operette vorspielen. Und da braucht er doch einen Frack. Sie verstehen. Ach, ich verstehe alles. Mein schöner Hochzeitsfrack, ganz auf Organtin gefittert, der wird für die Operette benutzt. Ach, so eine Bagage. Ach, so eine Gesellschaft. Jetzt muss ich die Sophie als Pascha heiraten. Nur die wird erfreut haben. Also wissen Sie, eigentlich gefällt mir der Streich. Ja, also dass ein Gerichtsvollzieher einen Frack wegnimmt, war schon da. Aber dass man einem Gerichtsvollzieher einen Frack wegnimmt, das kann nur am Momata passieren. Adieu, ich gehe.